hoch. Entschuldige, dass ich dich jetzt allein sitzen hab lassen und einmal aufs Klo noch bin, gell? Ja, aber ich habe so interessante Sachen jetzt gehört, du. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich das im Fernsehen gesehen oder war das so? Du, da haben sie gezeigt, wie der Urin ausschauen soll. Wirklich. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo das war. Aber da gab es so eine. Ein Urin, der war so ganz dunkelgelb, fast so orange. Entschuldige, heute kann ich mich gar nicht benehmen. Entschuldige. Und da haben sie gesagt, das ist nicht gesund. Dann hat die Person viel zu wenig getrunken. Und dann haben sie das so weitergezeigt. Dann war das so weniger gelb und dann noch weniger gelb. Und dann war das schon so, nur mal so zartgelb. So viel Wasser und Zartgelb. Und das ist das Gesündeste. So sollte Urin ausschauen. Dann hast du genug getrunken. Also schon fast wie Wasser soll das so rausfließen, gell? Ich weiß ja, das sind so Sachen, da traut man sich nicht so drüber reden. Aber du, wir in der Familie können auf jeden Fall drüber reden. Nämlich auch. Mit dem Stuhlgang, ja, da habe ich auch so schlaue Bücher gelesen, dass man jetzt, wenn man am Klo sitzt, ja, da gibt es ja in den asiatischen Ländern oder im Orient, da haben sie ja nicht so diese Wasserklosets, sondern da haben sie halt nur so einen Schlitz am Boden und da stellen sie sich dann so hin, ja, nein, sie hocken sich so hin und dann lassen sie alles raus, ja. Groß und klein, lassen alles raus. Das können wir Europäer gar nicht, weil wir nicht so diese Beinmuskel haben, dass wir uns so hinhocken und in ein Loch uns hinein erleichtern. Aber dann haben sie herausgefunden, dass das viel besser ist, weil wenn man jetzt so sitzt, wie wir so sitzen am Klo, ist das ganz ungesund. Und das haben sie erst, das ist noch nicht so lange her, haben sie das herausgefunden. Und jetzt können wir natürlich nicht alle Wasserklosets, die wir haben, einfach rausschmeißen und uns hinhocken. Weiß ich nicht. Und jetzt da wäre das gut, wenn wir am Klo uns so ein Stockerl hinstellen. So ein Stockerl hinstellen, so in der Höhe. Ja, dann sind die Beine ein bisschen höher oben, so. Und das ist viel gesünder. Du lachst jetzt und glaubst das mir nicht, gell? Aber das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten so gehört. Und ich habe mir jetzt wirklich so ein Stockerl ins Klo gestellt. Und da gibt es aber noch viel mehr, was man noch zum Gacki sagen kann. Ja? Weil da gibt es ja auch verschiedene Konsistenz. Und da kann man dann auch schauen, ernähre ich mich gut und trinke ich genug? Hat das eine schöne Wurstkonsistenz? Oder ist das irgendwie nicht gut riechend oder zu dünn? Also da gibt es viel zu klären, sage ich dir, ja. Und da kann man aber auch das richtig gut unterstützen. Du sagst, ich bin ein bisschen verrückt, dass ich so viel jetzt auch drüber rede. Aber ein bisschen was muss ich dir noch erzählen dazu. Also, richtig gut ist natürlich viel Gemüse essen, viel Gemüse und Ballaststoffe und regelmäßig essen. Also, weißt du, dann hat der Darm, dann weiß der Darm schon,
wann gibt es was zu essen und wann ist eine Pause, wann muss ich mal nichts arbeiten. Entschuldige, heute tue ich husten und trübsen und so Sachen reden, aber glaub mir, das ist wichtig. Also, so Essenszeiten, nicht dauernd essen und bunt durcheinander essen und viel zu viel essen, das, dann hat dein Körper auch Stress und dein Darm hat dann auch Stress. Du kannst dir deinen Darm ein bisschen so vorstellen wie einen Garten. Und wenn du jetzt in einem Garten alles verwildern lässt, na, dann ist da wahrscheinlich zu wenig Luft irgendwie, ja. Oder wenn es niemals Regen kommt, dann werden die Pflanzen auch nicht gesund wachsen können. Es braucht so diese Harmonie, weißt du, dass du gut schaust, ja, auf deinen Körper und auf deinen Darm. Und dann hast du auch eine schöne Gacke. Ja, glaub mir, glaub mir. Oh ja, aber ich glaube, jetzt haben wir das Thema dann doch irgendwie schon erschöpft, ja. Das, ja. Und das ist wichtig, dass auch die Kinder das dann schon wissen. Ja, da fällt mir jetzt aber noch was Wichtiges ein, du. Weißt du was? In meiner Generation, also wo ich Kind war, vor langer Zeit, wo ich Kind war, da hat man großen Stress gemacht und Druck auf die Kinder ausgeübt, dass sie sauber werden. Ja, weil das den Erwachsenen schon zu unbequem war, dass sie da immer Windeln waschen müssen, Windeln wechseln müssen. Und dann hat man gesagt, so, und du machst jetzt in den Topf und aus ist und es gibt keine Windeln mehr. Aber das weiß man inzwischen, dass das ganz kontraproduktiv ist und ganz ungesund ist. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, und schlaf jetzt und mach jetzt. Und das funktioniert nicht. Weil für diese Sache muss man sich entspannen und sich geborgen fühlen. Und falls das jetzt bei irgendwelchen Eltern noch immer nicht angekommen ist, sage ich das noch einmal ganz klar. Lasst euren Kindern einfach die Zeit, die sie brauchen. Und dann ist alles gut für alle. Überhaupt kann man im Leben viel mehr einfach lassen. Das sage ich dir ganz im Ernst, ja. Aber jetzt haben wir wirklich genug, glaube ich, geredet. Entschuldige, wenn ich da jetzt ein bisschen auch so ordinäre Sachen geredet habe, aber das war mir wichtig, du. Also dann, bis zum nächsten Mal, du, mein Schätzchen, gell? Bis zum nächsten Jetzt gehe ich mal die Hände waschen, okay? Es waren echte Klogeräusche. Hört man da wirklich alles, du?